It's Recap Time! Es musste ein bisschen runterpegeln dann wahrscheinlich von, das war sehr laut, glaube ich, und sehr hoch im Recap. Also wenn du das schneidest, Zukunft Steffen. Einmal, hallo YouTube, schön, dass ihr da seid. Twitch-Chat ist auch da. Wir gehen einfach rein in alles. Wir gehen, komm, lass, warum mache ich überhaupt diese An. Ist doch egal, hört doch eh keiner zu. Komm, ruhig. So, guten Tag. Ich höre die ganze Zeit hier den Steffen sprechen. Was bedeutet Hurra, vielen Dank, dass wir so viele Abos bekommen. Das ist toll. Aber diese alle, die ganze Zeit, das ist Wahnsinn. Also offensichtlich werden wir mit Abos gerade überschüttet. Das ist ganz, 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 ganz toll und hilft uns allen eine Menge. Aber im Moment würde ich gern den Steffen erwürgen. Obwohl er ja nur aus der Retorte ist, gar Das nicht ist in mir egal. Wirklichkeit, aber den Retorten-Steffen, Ja, den würden den wir jetzt Retorten. alle. Ja, zur Not auch den echten, bevor er das gesagt hat. Ruhig! Deabonniert uns nicht. Einfach DeLorean besorgen, dann kannst du schon Reaction machen, bevor das Video kommt, Keckweh. Da muss ich mal Knossi anrufen, der hat einen. Einfach mal Knossi anrufen. Knossi! Brauch den DeLorean von dir. Der hat auch nichts gekostet, komm. Sagt, ist das hier euer Ernst? Ist die toxische Art euch nicht Nee. peinlich? Alle Armen Oh ja! Können ja sparen. Ah, Powernap, Entschuldigung. Hallo! habe ich überhaupt schon an alle begrüßt? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Vielleicht aber auch doch. Hallo alle. Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Münster. Heute darf ich euch begrüßen unter meinem Namen Wut Aschut. Oh. Bap! Badabibababab! Bap! Dababibababab! Bap! Was? Noch nicht mal 10 Sekunden, ich bin schon verstört. Hat sich da meine Medikamente nicht genommen? Haben wir eigentlich Marker? Hat irgendjemand Marker gemacht? Wir haben 2 Stunden lang mit dem Butz. Breenie ist weg und es wurden keine Marker. Mimbutzki auch nicht da. Keine Marker gemacht? Was soll ich denn jetzt machen? Jetzt kommt ein Markerquelle. 2 Stunden ist nichts passiert und jetzt kommt ein Markerquelle. Ich war so lustig zwischendrin. So lustig. A few moments later. Ah, Breenie ist wieder da. Breenie! Brini, ich war super lustig, als du nicht da warst. Das wird alles nicht im Recap kommen. Pia hat einmal gemarkert, ich hab's total verpeilt. Jovo war abgelenkt, Mimbutzki ist auf einmal auch weg gewesen. Many hours later. Ich muss kurz mal sagen, Leute, die den Recap anschauen, es tut mir leid. Ich war unfähig, selbst zu markern. Und am 11.10.2023 haben wir, vielleicht gibt es 1, 2 Ausschnitte, auf das Video über das Gollum-Spiel von Daedalic berichtet. Also wir haben nicht wirklich berichtet, es wurde berichtet, wir haben es uns angeguckt, kommt Chat. Ihr wisst, was ich meine, YouTube, ihr müsst einfach live dabei sein. Es ist auch, live ist doch geil. Live ist geil, hier ist der Chat, guck mal, hier ist live. Und wer es halt verpasst, verpasst es halt. Ihr könnt euch auch nicht immer darauf verlassen, dass irgendwelche Mods hier markern für euch, YouTube, ja. Ist auch eine Unverschämtheit. Einfach mal live dabei sein. Wir sind live und wir sind eingefroren. Ja. Nee, nur ich, ihr nicht. Ach so? Deine Kamera ist wieder eingefroren. Boah, ist das abgefahren. Hilfe! Moment, hör auf, mit mir an mir rumzuspielen jetzt. Also, ist das zu fassen? Leider, die Ebene habe ich nicht. Schade. So ist gut, jetzt war es weg. Ah, jetzt bin ich wieder da. Damn, jetzt habe ich echt eine halbe Stunde VOD mit Steffen geguckt, bis gemerkt habe, dass es nicht live ist. Teflon hier, hallo, schön, dass du bei uns bist, jetzt auch live, ja, das ist keine Aufzeichnung mehr. Kurze Zusammenfassung, es ist Mittwoch. Mittwoch!
another mother's breaking heart is taking over. A few moments later. Geheimnis Dark, Schatten Dark schlechthin. Darkwing Dark der Dunkelheit, Darkwing ist okay. Geheimnis Dark, Schatten Dark schlechthin. Jetzt lass mich in Ruhe, jetzt hab ich keinen Bock mehr. Warum? Nee, das ist mir kein Niveau. Das ist kein Niveau. Das ist Schwäche. Schade. Ist dann auch dieser Punkt, wenn du dann sagst, so und jetzt wollen die mir auch noch mein Schnitzel verbieten. Weißt du, ja, das Letzte, was ich jetzt noch, jetzt wollte ich eine Currywurst essen, das darf ich jetzt auch nicht mehr. Genau. Dann ist auch noch eine Schnitzeline. Aber das Ding ist, Schnitzeline, Alexander. Ich kann mir vorstellen, dass das... Ich gehe jetzt. Du würdest doch eh gehen. Leute, die schreiben, ich gehe jetzt, wären jetzt gegangen. Das ist immer so ein Ding. Immer sagen die dann, ich gehe jetzt. Nein, du wärst so oder so gegangen. Und? Ich lese hier gerade in den Kommentaren, die Gäste sind keine Satz, sondern absichtlich zusammengestellt. Gäste loben, Hashtag. Ah, natürlich. So. Um Gottes Willen, das sollte ja nicht sein, ja, dass wir... Oh, nein. Nein. Ah. Himmels Willen, Sebastian. Nur Spaß, aber guter Kommentar. Also Spaß machen wir hier gar keinen. Das muss ich jetzt an der Stelle nochmal ganz klarstellen. Ja? Hier, ihr müsst auch wissen, Chat, wenn ich mal so Ausraster habe, Satire, ich bin Comedian. Ich muss überspitzen. Ich bin auf Twitch. Ich muss übertreiben. A few moments later. Wir reden nicht darüber, Mibutzki. Ich time-oute dich! Ab jetzt ist Marcello dran. Ja, Marcello, du hast jetzt den Rest der Sendung. Mach was draus. Nein, erstens möchte ich von dir wissen, möchtest du zu all dem Gesagten etwas addieren? Hast du dir da irgendwas, also bevor ich dich jetzt eine Frage frage? Ich nehme an, ja, du hast ja eine Menge Notes gemacht. Lies die doch mal stichpunktartig vor. Wie gesagt, wer irgendwie denkt, die AfD hat irgendeinen Plan von irgendwas weiß ich nicht. Also muss auch morgens immer gegen die Schranktür laufen. Aber es sind wirklich immer wieder Dinge, wo ich mir denke, ach verdammt, okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Ach Gott, es ist wirklich so schlimm. Also eigentlich kann man sagen, meine Laune verschlechtert sich nach jedem Stream. Und da bin ich jetzt auch schon ganz begeistert, denn das wird heute wahrscheinlich auch wieder der Fall sein. Aber wir werden das wie immer lächelnd und mit ein bisschen verzweifeltem Resthumor ertragen. Ich gebe euch mal einen kleinen Wink. Einen kleinen Wink-Chat. Das war der kleine Wink, ich habe gewunken. Versteht ihr? Wortwitz! Hier heute waren ganz, ganz viele, ganz großartige Beiträge im Chat, aber die konnte ich alle nicht vorlesen, weil Alexander dauernd geredet hat. Ich kann noch eine Fußnote geben und dann Herrn Merz vorsingen, dass sie keinen Faschismus wollen. Das ich will keinen Faschismus. Wir haben hier ein Anliegen, das geht uns nah ans Herz. Wir wollen sie alle, aber nicht ihren Merz. So. Keine Merz. Ich habe noch einen Satz von Mechthild, den ich so, so hilfreich fand für mich persönlich. Sie sagt immer, wenn jemand gestorben ist, dann, der einem nahe stand, dann ist es für immer anders. Und das ist erstmal wirklich was Krasses, ne? Wenn man hört, es ist für immer anders. Ich bin jetzt für immer ohne meine Freundin Nadine. Aber es ist irgendwann halt anders gut. Und das funktioniert auch. Es ist irgendwann anders gut.